Ja, Peter Vici, nach x Jahren sehen wir einander mal wieder. Du, wenn ich mich so an dich erinnere, immer denke, er ist ein seriöser Mensch, aber irgendwann ist er ins Spa gekommen, da ist immer keine Barriere zu. Die Barriere gibt es jetzt nicht mehr, Peter. Wir haben alle wollen Reichquartierler sein und haben alle gedacht, wow, wären wir nicht draussen, dann könnten wir ins Spa kommen. Hat das eigentlich gestimmt einmal mit der Barriere? Ja, das hat schon gestimmt. Die ist ja als einzige, glaube ich, in der Schweiz mehr zu als offen. Und wir waren halt immer knapp dran. Und zum Glück haben wir dann einmal noch einen Schleichweg gewusst, über die Gleise hineinsäckeln, oder? Aber es ist dann manchmal auch sehr knapp gegangen. Ja, nein, das hat schon gestimmt. Und nachher sind wir miteinander in die Kante gegangen, haben es gemacht, du hast es gut gemacht, ich habe es ein bisschen knapp geschafft, ein bisschen zu faul gewesen. Ja, man weiss ja gerne nicht mehr so leicht. Ja, also, Jahrgang 53 sind wir beide, jetzt hocken wir hier zu Buchs, der Bahnstrasse in der Gasse. Hat es das schon geändert, das Buchs, ja, gell? Ja. Also wir sind ja jetzt noch vom BZB da hochgelaufen, das Stüdli. Man muss sagen, es ist nicht mehr ein Haus rum, das ich noch gekannt habe. Ja. Obwohl ich jetzt ja nicht so weit weg von Buchseck wohne, aber... Zirbelzau, gell? Ja, ich komme. Bist Schulleiter gewesen? Ja. Pensioniert jetzt? Zwei Jahre pensioniert jetzt, jawohl. Herrgott Peter, wir sind grau geworden, gell? Ja, man sieht es, gell? Man sieht es. Bei dir hinter der Kamera sieht man es nicht so ganz, aber... Das ist der Grund, warum ich immer hinter der Kamera bin. Ja. Das muss man mit den eigenen Putzfedern. Aber es geht zum Glück allen so. Gell? Ich fühle mich wohl und es ist eine schöne Zeit, wunderbar. Hast du noch Erinnerungen an die Baustrasse? Weißt du, wenn du so hochgegangen bist, hast du ins Graf oder Kappeli bist du gewesen? Nein, im Graf. Wir waren im Graf sechs Jahre. Wir hatten ja einen riesigen Schulweg von der Birkenau bis ins Graf auf als Erstklässler. Genau, damals, yes, und die Baustrasse war ja volle Baustelle damals, in den 60er Jahren. Genau. Und es sieht ja jetzt deutlich anders aus, oder? Und ja, ich weiss noch, wo in der Bahnhofstrasse einmal noch die Leichenzeuge rauf sind, die Buchs. Und dann mussten sie einmal bei der Barriere warten und dann war ein Stau bis auf Schaa über. Das wäre heute undenkbar in der heutigen Zeit. Dann bist du den ganzen Morgen in die Schule gekommen. Ja. Es hat sich schon sehr viel verändert, ja. Der Vater war der Müller, gell? Bolter. Ja. Mutter hat immer geschaut, dass du zur Zeit da bist. Die Elisabeth bei der Schwester war etwa in Argentinien oder Chile. Gell? Ja, Argentinien war sie 15 Jahre. Gewesen, ja. Du hast nie irgendwie Lust gehabt zum Auswandern? Nein, mir gefällt es da so gut. Und also, ich bin auch im Rintel geblieben. Also ausgewandert bist du ja, ein bisschen über den Rhein oder den Tippelzau. Ja gut, der gehört immer noch zur Schweiz. Und jetzt bist du hergekommen, Peter. Und jetzt hast du die Leute gesehen, hast du die noch gekannt? Da? Ja, die viele kenne ich schon noch. Ich bin gerne gekommen. Ja, ich bin vor 15 Jahren das erste Mal hier in der Klasse zusammen. Und jetzt bin ich wieder gekommen. Ich kann leider nur für den Apero bleiben, aber es ist eine wunderbare Zeit. Und dann bin ich heute Runde gegangen. Und tatsächlich, also ihr kennt Ursi Helbling. Ich kann mich erinnern an eine hübsche, attraktive, ganz kleine. Gewachsen bist 1,61, gell? Ja, 1,61 bin ich doch noch hergebracht. Und wohnen tust ich wohne in der Nähe, also zwischen Tandelfingen und Schaffhausen. Ich wohne in Dachsen, gerade beim Rheinfall. Die haben wir auf einmal aus den Augen verloren. Nach der 6. Klasse weg war sie, Handelsschule. Ja, genau, im Liechtenstein war ich nachher. Genau. Und was machst du jetzt so? Ich habe dann noch die Matur nachgeholt und ich war Sekklehrerin, jetzt noch 32 Jahre lang. Bist du etwa mal an Buchs? Nicht mehr so viel Zeit, die Eltern nicht mehr leben, aber der Bruder ist ja noch da. Christoph Helbling natürlich. Genau, ja. Das heisst, also Buchs ist für dich jetzt auch ein bisschen etwas Neues? So, ja, oder? Vieles neu, genau. Und was da jetzt ist, da war vorher völlig etwas anderes gewesen. Was war denn da? War das Drogerie Eggenberger? Was war denn da vorher? Nein, gewesen? Da war der Bücherschach, gewesen, habe ich in Erinnerung. Genau. Und wir machen Babetterie, oder? Ist doch noch da gewesen, genau. Genau, ja, natürlich. Schreibe, genau. Und kannst du dich noch erinnern, weißt du, was dann noch die Lederag da war und der Migros der Bahnhofstrasse. Ja, das mag ich mich schon noch erinnern. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Das habe ich das erste Mal gestohlen in der 4. Klasse. Was hast du gestohlen? Gestohlen? Ein Kaugummi habe ich gestohlen. Ja, bei wem hast du das gestohlen? Im Migros. Selbstbedienungsladen. Moll. Wir haben eben einen Wettrennen gemacht, wer rauskommt, unbeschoren. Und wir haben es dann aufgehalten. Das muss ich nach Hause sagen. Und dann von dort weg habe ich niemanden gestohlen. Ist vielleicht gut rausgekommen. Die anderen zwei sind weggekommen. Die sitzen übrigens auch da. Ich sage jetzt aber nicht wer. Ah ja, ist gut. Hey, dann hast du aber doch zu etwas gebracht. Auch noch, trotzdem Kaugummi, den du gestohlen hast.
Fangis gemacht, gell, damals noch das Putz, ja, auf der Bahnstrasse. Genau. Ja. Ist noch völlig anders gewesen, oder? Ja, ja, schön gewesen. Ist auch jetzt schön, finde ich, das Buchs. Kommst du immer daher auf Buchs und Klassenzusammenkunft ist? Nein, jetzt vor 10 Jahren konnte ich nicht kommen, aber vor 15 Jahren haben wir jetzt gerade gemerkt, dass da bin ich war, wo wir noch am Schnecken oben waren und gefeiert haben, bis weiss nicht, wann am Morgen früh. Wir haben kurz telefoniert einmal vorher und du hast gesagt, am letzten Mal hätte der eine gesagt, Herrgott, sind die Männer älter geworden. Ja, genau. Und auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, aber die Männer werden drüber schauen und sagen, schau mal die alten Weiber. Nein, du, jetzt überhaupt nicht, du siehst aus wie eh und je, ein graues Hörli. Danke vielmals. Aber so, was ist so deine schönste Erinnerung an Buchs? Vielleicht hast du das ganz spontan gefragt. Also, es war immer schön in der Klasse auch. Man hatte tolle Kameraden gehabt. Ich war sehr gerne in Buchs. Ich hatte eigentlich eine ganz ringe Jugend gehabt, dunkt es mich. Und ich erinnere mich so mit Knüsöcken so umeinander hüpfen und gumpen und Sport machen. Und das ist eine ganz schöne Zeit. Ich erinnere mich wahnsinnig gerne an Buchs. Und auch alle. Genau, gell? Ja. Wir waren dann bei der Hedi Kubli, nachher beim Gaburka Dickenberger. Ja. Haben wir nicht dort in der zweiten Klasse mal noch eine Nierreise, die gestorben ist? Ja, genau, die Risa Lutz, die hat Leukämie gehabt und die ist dann leider gestorben. Das war für uns eigentlich noch ein rechter Eingriff gewesen, für damals, weil wir ja nie konfrontiert worden sind mit solchen Sachen vorher, oder? Und einen Text, den hätten wir auch noch fast singen können, wenn wir beim richtigen Lehrer gewesen wären. Ja, genau. Bist du noch gewesen? Nein, nicht, oder? Also wir sind nicht beim Kubli in der Schule gewesen. Wir haben nur singen gehabt, bei ihm, da schon. Genau. Ja, und ja. Das Rütli am Kopf, wenn wir nicht richtig tun haben, oder du nicht? Ja, wir haben eigentlich auch nicht so brav tun, zum Beispiel Gabi und ich nicht so brav tun. Aber weil wir gut haben können singen, sind wir nicht so dran gekommen. Ja, Gabi Pfändler, gell? Also, ja. Ich muss es ganz ehrlich gestehen, ich habe dich eben gleich wenig kennt, wie ich mich im Spiegel würde kennen, wenn wir so lange nicht mehr gesehen hätte. Aber ich kann mich gut erinnern, wir haben mal Aufsätze geschrieben, gell? Beim Paul Nüsch. Und da war immer ein Wettrennen zwischen uns zwei. Manchmal bist du besser gewesen, manchmal bin ich besser gewesen. Ist das so weitergegangen? Hast du etwas Germanistik studiert oder was hast du gemacht? Nein, überhaupt nicht. Ich habe beim Haug die Lehre gemacht als Drogistin und habe eigentlich nachher jetzt bis heute noch immer noch auf dem Beruf gearbeitet. Und Kontakt zu Buchs? Der ist natürlich, wie bei allen wahrscheinlich, einfach durch das, dass die Eltern nicht mehr leben, ist er natürlich viel weniger. Ich treffe mich einfach ab und zu mit der Schwester, die im Rheintal wohnt, einfach noch da und dann laufen wir halt schon durch. Und ich bin jetzt heute auch noch durch unser altes Quartier gelaufen und in das Haus angeschaut, wo wir aufgewachsen sind. Und da muss ich sagen, ja, es hat sich schon einiges getan. Also Buchs ist eine Stadt geworden. Positiv oder negativ? Ja, was soll ich sagen? Ich denke, es ist einfach der Lauf der Zeit, dass sich einfach das Zeug ändert und die kleinen Häuschen halt nicht mehr an der Bahnhofstrasse sind, sondern einfach die grossen Klötze. Also ich finde, es ist der Lauf der Zeit, es ist schon gut. Doris Eckenberger, endlich wieder einmal zu Buchs. Honduras Spital, das ist fertig, die Ära? Ja, das ist fertig, das heisst nicht ganz. Aha. Ich bin Mittwochnachmittag bin ich angekommen. Weil ich das unbedingt wollte erleben, dass wir die Klassenzusammenkunft miteinander haben. Weil ich habe die Leute schon zum Teil 50 Jahre nur gesehen und das hat mich natürlich schon interessiert. Vom Spital mache ich nur noch den Sozialteil. Das heisst, ich helfe einfach den Menschen mit den Operationen, die kein Geld haben zum Zahlen. Und da ich ja alle Ärzte und alles kenne in Honduras und in Seiber speziell, dann kann ich dort ganz spezielle Bedingungen machen und kann dann für sehr wenig Geld, die Leute trotzdem noch helfen, dass sie operiert werden. Habe ich denkt. Ja, denkt. Einmal sozial denkt, einmal Schuhadress, man reist, man hilft, das bleibt das Leben lang. Ja, vor allem helfen. Ich bin ja nie ein Schuhadress gewesen. Ich habe nur am Boden geschafft bei der Swissair. Weil ich nie eine fliegende Serviertochter werden. Das dürfen jetzt alle Flight Attendants nicht hören. Aber es ist natürlich schon schön. Und vor allem, wenn man natürlich in einem Land lebt, wo man jeden Tag das sieht auf der Straße und wie viel Not das sie haben und wie viel Hilfe sie nötig haben, ist es natürlich schon schön, wenn man helfen kann, indem man ein bisschen Geld zur Verfügung hat und mit den Menschen redet. Und wenn man redet mit den Menschen, dann kriegt man immer sehr viel zu wahnsinnig günstigen Preisen auch dort. Und dann hast du etwas bekommen? Hast du den Lungenautomat Freiberg, glaube ich, oder nicht? Hast du mal so etwas Apparaturen bekommen? Nein, ich habe das
Herrgott, jetzt weiss ich gerade nur, wie es heisst. Warte schnell einen Moment. Da kommen wir natürlich locker warten, weißt du? Wie heisst denn das? Das Beatmungsgerät von der IMT. Genau. Und das ist natürlich auch etwas, das wahnsinnig viel geholfen hat. Weil, oder immer noch hilft. Weil jetzt haben sie natürlich das andere Spital, also die, die es übernommen haben, haben das natürlich auch noch immer. Und das ist natürlich sehr ein modernes Gerät, das natürlich durch das, dass wir das alles geschenkt gekriegt haben, auch nicht mehr einen Patienten weiterverrechnen. Und das sind natürlich alles Sachen, die wahnsinnig helfen. Wo lebst du denn jetzt eigentlich? Ich lebe immer noch in Seiba. Aha. Ich mache immer noch das und dann habe ich auch noch die Schule nebenzu, die ich auch noch betreue. Schule? Ja, das ist ein anderes Projekt von einer österreichischen Stiftung. Und die haben eine Schule gebaut für ganz arme Kinder. Und da haben wir jetzt, die ist jetzt 7 Jahre offen und da haben wir jetzt 6 Klassen. Und zwar haben wir angefangen mit dem Kindergarten und jetzt sind wir in der 6. Klasse. Also sind 7 Klassen. Und das ist natürlich auch etwas ganz Schönes. Das ist natürlich auf der anderen Seite vom medizinischen her ist das noch Ausbildung. Und das ist natürlich genau das, was so Länder brauchen, dass so die armen Menschen ausgebildet sind, dass sie wissen, um was es eigentlich geht. Und dass man es nicht einfach immer überrollen kann mit der Politik, weil die armen Leute machen einfach, verkaufen sich für 20 Franken und geben eine Stimme einem Politiker, wo sie überhaupt nicht wissen, was damit passiert. Jetzt hocken wir auch in der Gast rein, gell? Was denkst du denn so, wenn du so an Sieben denkst und jetzt so den Luxus siehst? Es sind natürlich 2 verschiedene Leben. Ich bin ja aufgewachsen, ich kenne das. Und es ist auch mal schön, wieder das alles zu sehen. Und es kommt immer auf jeden einzelnen Menschen drauf an. Auch hier gibt es sehr viele arme Menschen in der Schweiz. Also es kommt immer auf einem selber darauf an, wie man das alles anschaut. Weil wir haben auch hier viele Menschen, die Hilfe brauchen und wo man helfen kann. Was immer auch passiert und was du machst daraus, das ist alles für dich selber. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich glücklich, weil wir sind auch an der Feldstrasse 14 aufgewachsen. Wir haben noch nichts gehabt, wir mussten arbeiten. Wir haben eine wunderschöne Jugend gehabt, aber wir mussten arbeiten dafür. Mhm. Und das sind natürlich ein Haufen Menschen, die das vergessen, weil wir jetzt halt eben in unserem Alter sind und natürlich die besten Jahre hatten, wo alles aufwärts gegangen sind. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen abwärts und jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr aufpassen, was wir machen und von was wir leben. Und das ist natürlich speziell. Und darum, mir hat es immer gefallen daheim. Ich komme wahnsinnig gerne heim und bin auch hier glücklich. Hat sich viel verändert für dich, jetzt hier zu Buchs? Nein. Also klar, ist Bahnhof Tross anders geworden. Mhm. Aber Menschen, die hier zu Buchs leben, sind immer noch die gleichen, die mich kennen und ich sie kennen. Und da ich natürlich jedes Jahr komme, habe ich diese Veränderungen natürlich alles ganz langsam mitbekommen. Wenn ich ein bisschen enttäuscht bin, was mit dem Bahnhof gemacht haben. Ja. Das gefällt mir nicht. Aha, ja, aber ja. Das sind Ansichtssachen und da sind andere Gedanken dahinter, die ich nicht weiss. Aber für mich ist es ein bisschen schade, wo ich jetzt ausgestiegen bin aus dem Zoo und fast nur gewusst habe, wohin ich jetzt soll. Hoi, du, als Zweitgereiste. Ja. Ja, aber dann bist wo du kannst du noch parkieren? Ja, wenn du jetzt abholst, weißt du ja nicht, ob du in den Norden oder in den Süden wo. Da sehe ich ganz anders. Ich muss öfter dort vorbeifahren, finde ich immer einen Parkplatz. Ja, das weiss ich nicht. Ich bin nicht da. Aber ich habe einfach nicht gewusst, wo ich jetzt soll. Hoppla. Ja, gut. Also, da müssen wir schauen, dass wir so weit hergereiste empfangen, dass wir denen einen kleinen Support anbieten. Du, was war denn so ein bisschen Triebfeder für dich gewesen? Ich weiss, du bist am Boden gewesen, aber bist eigentlich viel geflogen, hast viel sozialen Dienst gemacht, hast dich unglaublich viel eingesetzt, viel Herzblut hergegeben in Honduras und auch an anderen. Was war denn deine Triebfeder gewesen? Hat es eine Initialzünder in deiner Kindheit? Ja, ist klar, das ist unsere Krankheit, die wir in der Familie hatten. Einfach wegen dem? Und ja, das war für mich auch so, gewesen, dass ich keine eigenen Kinder haben konnte. Also bin ich natürlich vogelfrei gewesen. Und dass ich dann nach Honduras gekommen bin, das war auch alles ein Zufall gewesen. Und dass ich dann dort mich einfach interessiert habe und wollte mal in das Spital schauen, wie das Universitätsspital in Honduras funktioniert. Und was ich dort gesehen habe, das ist mir dann eben eingefahren. Da habe ich gemerkt, was wir hier haben und was dort haben. Wir haben alles auf dem goldenen Tablett und sie haben nichts. Und dann ist das alles gekommen. Und das ist natürlich auch langsam gelaufen und aufgeleistet worden. Und es ist jetzt gerade noch lustig, vor 20 Jahren ist der Hurricane Mitch
über Honduras. Genau. Und hat, sie sagen jetzt, sie reden jetzt von ca. 6'000 Toten. Aber das sind viel, viel mehr gewesen, weil in Honduras hat sich ja nicht niemand müssen, registrieren. Die Einheimischen reden von 20'000, weil da hat das ganze Hang weg. Da war niemand registriert. Also das war eine Katastrophe gewesen, vor 20 Jahren. Und sie haben sich immer noch nicht ganz erholt davon. Was sagt man da jetzt bei der Klassenzusammenkunft, wenn man mit Ihnen ins Gespräch kommt, wenn du so Sachen erzählst? Findest du auch Spenden hier in eigener Reihe? Also, ich kann mich erinnern, du hast ja mal an einen Pfarrer oder wem auch immer in kürzester Zeit einen Haufen Geld können, ich sage jetzt ausreisen, aber können dazu motivieren, dass er etwas gezahlt hat. In diesen Reihen, wo das für, bin ich ehemalige Schulkolleginnen und Kollegen, gibt es auch grosse Spender? Sagen wir jetzt grosse Spender, es kommt immer darauf an, aber sie spenden mir jedes Jahr. Aha. Weil die mich kennen, da gibt es immer jedes Jahr, wo einfach kommt. Und das ist natürlich das Schöne daran. Und das sind natürlich eher die Leute, die meine Mama noch kennt, meine Schwester kennt, mich kennt, dass sie einfach jedes Jahr etwas geben. Und das ist natürlich schön, darum kann ich so noch machen. Du, Jürg Schwarz, wir sind zusammen. Mein Name ist Schwarz Jürg, sagt ja ein SVPler, oder? Aha, ja genau, natürlich. Und dann sind wir zusammen in die Zeit gegangen. Herr Regulis, wer ist das da hin? Wer ist das da hin? Hat der Hauer gesagt, was ist das für ein Berg? Und der Schuhmacher hat gesagt, das ist der Gunze. Genau. Und nachher ist aus dem, wo ich wüsste, was der Gunzen ist noch ein Student dort, der ETH, gell? Ja. Eidgenössische Töchterhochschule, da habe ich nämlich fast meine Frau gefunden. Echt? Echt. Und was hast du nachher noch gemacht, nach dieser ETH? Da habe ich gemeint, ja. Jetzt gehst du mal arbeiten, Schwarz, und Geld verdienen. Geschafft hast du, Geld verdienen keins. Doch, nichts geschafft, aber viel verdient. Und dann bist du nach Sausanne gesehen, oder nicht? Dann bin ich ins Ausland gegangen und dann bin ich wieder heimgekommen. Du, das ist im Fall kein Glas, da wäre ein Mikrofon zum Dreireden. Ah. Du haust das um, wenn es ein Glas wäre. nachher bist du gell, dort gewesen, gell? Einwenden. Ja, heiss. Ja, das Fernsehen, ja. Heisst du so, oder? Ja, nein. Das ist der Rhein und die Welt, die man dir eröffnet jetzt. Oh. Natürlich, ja, durch das Fernsehen natürlich. Ja, da habe ich meinen ersten Sonnenbrand verwünscht im Rhein, das weiss ich noch. Sicher? Ja, heute einen Haufen braune Pünktchen drauf. Herrgoles nochmal, du. Ja, aber du hast doch immer gesagt, nie Alkohol. Und jetzt saufst du ein Bier am heiter hellen Nachmittag. Jörg, was ist los? Ja. Ist das ein Pensionistenkrankheit? Ja, was soll ich sagen? Markus Hintner. Ja, liebe Leute, es hat einen Haufen andere da. Aber sie sagen alle Leute, die Welt geht. Herrgoles, wir sind auf euch. Du, Jörg, die allerletzte Frage. Was ist jetzt, wenn du so einen Buchs von früher denkst und jetzt, was hat sich am meisten verändert? Also, was muss ich sagen, heute ist natürlich alles super modern, gell? Ja. Und wir zwei sind grau geworden. Und wir sind grau geworden und früher hat es noch diese Schindelhäuschen gehabt, Haufen, heimelige, schöne. An der Bahnhofstrasse. Bahnhofstrasse, oder? Heute ist natürlich Manhattan. Ja. Schade oder schön? Mir gefällt es, ich bin Modernist. Nachdem wir zwei so schüchtern sind, weißt du, was machen wir? Komm, wir mal auf den Weg und du fragst schon ein paar Leute, mal schauen, wer da Mut hat und etwas sagt. Komm jetzt, wollen wir mal schauen, hä? Ja, jetzt, die Rücke schwarz geht Mutige auf den Weg. Mutige vor, der Mutige. Schau. Da muss ich reinreden, oder? Ja, genau. Ja. Gell? Es ist immer das Gleiche, oder? Wenn man hergeht, dann gehen sie. Sepp, sag du etwas, komm. Zu was? Was ist deine politische Ansicht? Links. Links. Gut. Früher links. Mein Gott, liebe Leute, das sind 53er Jahre gängig. 68. Sagen. Genau, gell? Ist unglaublich. Und innen ist ja die Hanni, schau mal. Die fötteln uns. Jürg, die fötteln uns. Aber wenn wir auf sie gehen, geht sie sofort weg. Schau, das ist Tanni Lippuner. Gell, Jürg? Kennst du überhaupt alle? Aber das tust mir jetzt nicht aufs YouTube, gell? Alles ist drauf. Kann nichts mehr schneiden. Gut. Okay. Hans-Rüdi, willst du? Nein, immer. Vor allem, mir hat es jetzt gerade die Sprache verschlagen. Okay. Ich habe etwas rausgegaxelt, aber ich weiss gar nicht, was ich erzählt habe. Eben, gell? Das ist eben unser Alter. Das ist... Hans-Peter! Wenn du über einen Galfer gefahren bist und es ist eine Mauer von dir auftaucht, was ist passiert? Sie das noch mal erzählen? Also das ist schon wahnsinnig lang her. Da sind wir irgendwo, 50 Jahre. 50 Jahre, ja. Da sind wir irgendwo gedacht, fahr einfach zu.
Und dann war die Mauer noch nicht zugetan, wie mit der Spitze dort hier. Das verstehen wir jetzt wahrscheinlich nicht alles. Nein, das verstehen wir nicht. Aber irgendwie hat unser Stadtrat mal ein Seichablon Galfer. hast du schon ja, Jugend gehabt, wo die G-Streck abgelöst ist? Also erstens habe ich die G-Streck abgelöst, ich habe den einen vertraut. Oder? Das ist eben immer schlecht. Oder? Gut, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Ja, genau. Rolf, was machst du so inzwischen? Ja, noch nicht ganz Pensionist, ich arbeite noch ein bisschen. Immer noch Architektur? Ja, sicher, ja. Ich tue immer noch gerne bauen, weißt du. Also Hochhaus als Buchs, oder? Nein, ich bin im Liechtenstein seit fast gut 25 Jahren tätig. Gut. Und habe dort einige Objekte realisieren. Ja. Unter anderem auch Fußballstadion und so weiter. Hoi, 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 jetzt aber du. Und da hätten wir noch den Daniel Schwendener, hä? Du hast inzwischen gelernt, bei einem Automat das Parking rein zu tun. Das ist richtig, Hans-Jörg. Du weißt einfach zu viel über mich. Das ist einfach nicht gut. Jetzt bin ich auch pensioniert. Jetzt fahre ich nach Dixi. Das ist Transport für Behinderte. Das ist so meine Wochenaufgabe. Dreimal zwischen Chur, Wallenstadt, St. Gallen und einem Anpendeln. Wohne hier jetzt Krebs, nur zu Buchs. Aber selbst schon längere Zeit. Jawohl. Und jetzt haben wir gerade unser Eigenheim einen mittleren Sohn verkauft und jetzt haben wir eine Wohnung und jetzt haben wir die goldene Freiheit. Frisch und glücklich. Frisch und glücklich. Und jetzt schaue ich immer mit dem Velo, wenn ich von Grabs auf Buchs fahre, was für Änderungen das wir haben. Neue Busterminal. Könnte ein bisschen farbiger sein, wenn du gerade ein bisschen kritisch über Buchs willst, etwas hören willst. Apropos farbig, Daniel, also du bist der Einzige, der noch farbig ist bei uns. Bist du gefärbt? Ich? Ja. Ja, ja. Nein, Tor. Weißt du? Ah, Tor. Ja. Weißt du, ich habe einen Trick 77. Aha. Meine Frau ist Coiffeusin in Rebstein, ohne Werbung zu machen. Jetzt. Und sie schaut mal ein bisschen, dass ich nicht so grau bin wie du. Da könnt ihr mich auch anmelden. Da könntest du dich anmelden, gib dir später die Adresse. Gut, okay.